Der Rednerin kommt von der FPÖ, es ist die Susanne Winter. Danke, Herr Präsident, Herr Minister. Zuallererst möchte ich einmal dem Herrn Kollegen Sieber recht herzlich danken für seine Aussage, dass zwar durch die Anreicherung des Bodens mit Humus sehr viel CO2 gebunden wird, aber dass man damit das Klima nicht ändern kann. Ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, dass diese Ansicht endlich parteiübergreifend auch Boden findet und Zustimmung findet. Das ist schon einmal eine sehr positive Sache. Diese drei Anträge, die heute in diesem einen Tagesordnungspunkt zusammengefasst sind, haben eigentlich inhaltlich relativ wenig miteinander zu tun, außer dass sie eben im Umweltausschuss behandelt worden sind, dass sie vermutlich abgelehnt werden und dass sie alle drei von den Oppositionsparteien eingebracht wurden. Frau Kollegin Weigersdorfer, Sie haben Ihren Antrag ganz toll ausgeführt und dem ist eigentlich nicht viel dazu anzufügen. Nur etwas, was ich meine, all diese baulichen Maßnahmen. Ich denke, dass man gerade im Umweltausschuss, wo die natürlichsten Grundlagen des menschlichen Daseins besprochen werden und die Voraussetzungen, um ein gesundes Leben zu führen und eine erhaltenswerte Umwelt zu haben, ist eigenverantwortlich. Und in diesem Sinne können wir diesem Antrag auch nicht zustimmen, denn wir denken, dass es hier sehr viel auf die einzelnen Hauseigentümer eben auch ankommt und wie das eben ausgeführt wird. Das zweite, der Antrag von den NEOS. Und da muss ich sagen, es ist wirklich erschütternd, wenn man bedenkt, dass im 21. Jahrhundert noch immer 70 Millionen Euro jährlich dafür verwendet werden, um Kohle zur Erzeugung von Strom zu verwenden. Ich glaube, es gibt kaum eine umweltbelastendere Stromerzeugung als eben diese. Naja, es gäbe schon eine, zumindest was die Nachhaltigkeit betrifft oder die lang andauernde Wirkung. Das ist der Atomstrom. Denn hätten die Neandertaler Atomkraftwerke, so müssten wir uns heute noch um deren Restmüll sorgen. Eine Freude hat mir auch bereitet, dass der Entschließungsantrag unseres dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer, der eigentlich schon ein Ewigtreter im Umweltausschuss ist, so viel Zustimmung bzw. doch so viel Wortmeldungen auch von den Regierungsparteien erhalten hat. Denn diese Vermehrung der Humusschicht, das ist etwas, das ja tatsächlich eine Lebensnotwendigkeit ist. Denn was bekümmert die Menschen? Sie sorgen sich um die Nahrungsmittelsicherheit, sie sorgen sich um gesunde Umwelt. Sie sorgen sich um möglichst wenig Einsatz von Chemie und um Ressourcenschonung. Und alles dies wäre eigentlich mit einem Humus, einer Vermehrung oder einer Wertschätzung der Humusschicht und damit auch einer entsprechenden Behandlung sehr wohl gegeben. Es gibt dazu auch einige Expertisen in Österreich und Experten, die sich sehr gut dazu äußern. Da wäre zum Beispiel Franz Xaver Hölzel oder auch die Frau Dr. Elisabeth Murer. Und ein Name, den ich noch nie im Umweltausschuss gehört habe, den ich aber unbedingt erwähnen möchte, ist Sepp Holzer. Sepp Holzer ist ein Salzburger, ein Landwirt, ein Buchautor, ein international tätiger Berater für naturnahe Landwirtschaft. Er selbst und auch die Medien bezeichnen ihn sehr gerne als Agrarrebell. Er arbeitet überall dort, wo die konventionelle Landwirtschaft oder wird überall dort eingesetzt, wo konventionelle Landwirtschaft versagt hat. Und er schreibt sehr viele Bücher eben über Humus, über Permakultur und über deren Nachhaltigkeit. Er selbst bezeichnet sich oder sagt von sich selbst, ja, er selbst sagt, der Depp, auf den man hört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich diesen Antrag über den Humusaufbau das erste Mal gelesen habe, bereits in der vergangenen Legislaturperiode, habe ich mich auch ein bisschen innerlich gekrümmt und sage, das ist eigentlich eine Debatte, die man im Plenum führen sollte. Aber wie man sieht, ist es da tatsächlich absolut notwendig und wichtig. Und ich denke, wenn wir zu einer gesunden Umwelt zurückkommen wollen, dann sollen wir doch, und ich nehme jetzt einen englischen Spruch, back to the roots gehen. Ja, denn Monsanto runs up. BASF und Bayer, alle diese brauchen wir eigentlich nicht, um für eine gesunde Umwelt zu sorgen. Und wir brauchen auch keine EU, würde ich sagen. Was wir brauchen, ist Souveränität, Selbstbestimmung und eine gesunde Umwelt. Danke. Sagt Susanne Winter von der FPÖ und am Wort ist der Landwirtschaftsminister André Ruprecht.